Hallihallo bei Freileben mit Pascal und Dean. Heute geht es genau darum, um Reisen mit dem Hund auf Gran Canaria, was man so beachten muss und ja, was so geht, was so nicht geht, das gucken wir heute an. Wie immer viel Spaß, auf geht's. Wie jeder stellt sich natürlich die Frage mit den Einreisebestimmungen. Da ist es ganz normal, die normalen Impfungen, wo bei der EU gültig sind, darunter auch die Schweizer. Und das sind die ganz normalen Impfungen. Dann könnt ihr einreisen und wenn ihr länger hier seid, könnt ihr vor Ort natürlich die Impfung aktualisieren. Also das ist kein Problem. Ja, dann seid ihr mit dem Hund im Lande. Tja, da haben die meisten wegen der Hitze, sage ich euch jetzt schon, der eine oder andere Hund hat mehr oder weniger Probleme. Das solltet ihr eigentlich schon wissen, wie euer Hund drauf ist. Meiner ist ein Sonnenanbeter, also der hat damit weniger Probleme. Hier zum Wandern ist es absolut kein Problem, welche Tageszeit, weil unten im Barranco ist sehr, sehr feucht, sehr schattig. Oben in der Stadt muss man natürlich ein bisschen gucken. Da hat es aber auch Unterschiede, weil die Spanier, die sind ja auf Hitze ausgelegt. Somit ist der Teer auch ein anderer Teer und die Bodenplatten sind auch anders. Also die meisten, die sind tatsächlich kühl. Ich lege immer wieder meine Hand am Boden, um zu checken, wie es ist. Und die meisten sind doch sehr kühl, also ist kein Problem. Aber trotzdem sollte man sich so an gewisse Zeiten halten, wo es natürlich nicht mehr so günstig ist, mit dem Hund jetzt in der Stadt zu sein. Kommt dann auch immer darauf an, da ich immer ein bisschen Wasser hier habe, kann man das notfalls machen. Ich persönlich vermeide es ja auch, so um 2 jetzt wirklich da oben sein, also hochzulaufen. Und deshalb ist das ein bisschen anders wie in der Schweiz oder Europa, wo der Teer doch heißer wird, wie hier in Spanien. Aber wie gesagt, ist nicht überall. Also immer wieder mal die Hand hinlegen und dann könnt ihr das ja erfüllen und seht eigentlich recht schnell, was geht, was nicht geht. Wir im Viergas haben Glück, da sind die Bodenplatten recht kühl und da freuen sich die Hunde und natürlich auch die Leute drüber. Deshalb, ja, wäre das mal zu der Hitze. Gehen wir mal weiter und beim nächsten Stopp die nächste Frage. Ja, dann seid ihr mit eurer Fellnase in Spanien. Dann wollt ihr irgendwo hin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Sage ich euch jetzt schon, vergesst es. Das ist echt brutal. Ja, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln geht das leider nicht, also auch sogar die Bahn, ganz schwierig, Bus sowieso schwierig. Deshalb öffentliche Verkehrsmittel, muss ich euch leider sagen, sieht schlecht aus. Was geht, der eine oder andere Taxifahrer, der macht es. Deshalb immer fragen, boah, gehen wir weiter zu der nächsten Frage. Da sind wir auch schon bei der nächsten Frage angekommen. Ja, dann seid ihr da, seid nicht mit dem Bus gefahren und wollt ins Restaurant. Ja, da empfehle ich euch auf jeden Fall vorher zu fragen, bevor ihr euch hinsetzt, weil sogar die Außenterrassen sind teilweise Hundeverbot. Es gibt Restaurants, wo das gern gesehener Gast ist, aber das eine oder andere Restaurant mag es nicht so. Ja, ist schade, aber ja, auch ein bisschen verständlich. Hier in Spanien kennen die Hunde nicht wirklich, dass die hören. Das sind eigentlich Schutzhunde und Wachhunde und sind eigentlich auf dem Areal dafür da, um aufzupassen und nicht im Restaurant rumzuhocken. Klar, dass der eine oder andere Hund besser erzogen ist wie der andere. Und so wollen sie einfach das genervige Gekläffe umgehen. Und die einen oder anderen haben es natürlich auch nicht gern. Also Hausrecht wie immer respektieren. Aber es ist so 50-50. Und deshalb kann ich euch nur empfehlen, vorher zu fragen. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass ihr und die Fellnase
essen können. Dann zu der nächsten Frage. Laufen wir da mal hin. Tja, dann wollt ihr mit dieser Fellnase natürlich auch an den Strand. Da würde ich mir Vorsicht walten lassen. Da müsst ihr euch sehr gut informieren. Viele Strände sind absoluter Hundeverbot. Da müsst ihr wirklich gucken, wo ihr hinkommt, hingeht. Am besten wäre es natürlich, ihr fragt Locals, weil das eine oder andere Regionchen nimmt es nicht so genau mit dem Hundeverbot. Und die Spanier selber gehen da mit ihren Hunden hin. Sollte aber dann schon gut erzogene Hunde sein. Und wenn die Locals das machen, dann ist die Chance, dass ihr Probleme kriegt, sehr gering. Aber wie gesagt, da müsst ihr dann immer selber ein bisschen entscheiden. Deshalb aufpassen. So einfach ist es leider nicht mit dem Hund ab an den Strand. Das ist immer so eine Sache. Man muss sehr genau gucken, wo. Und es sind empfindliche Strafen. Also ich kann es nicht empfehlen. Deshalb gut informieren. Boah. Jetzt noch ein gutes Stück hoch zu der nächsten Frage. Und wenn mal der Fall sein sollte und die Fellnase ist verletzt oder krank, dann ist das so gesehen auch kein Problem. Die Tierärzte sind hier sehr gut sind billiger wie in Deutschland und Schweiz sowieso. Also somit kommt ihr immer besser weg und der eine oder andere Tierarzt lässt auch mit sich handeln. Boah. Somit hätten wir das Problem auch gelöst. Ja, dann würde ich mal sagen, wie immer, habe ich glaube alles beantwortet. Wenn nicht, schreibt es in den Kommentaren. Und dann bedanke ich mich bei euch für euer Like, für euer Abo. Und dann bis zum nächsten Mal.